gerade unser Tag auf der Tür beendet, zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr. Da kam die erste Meldung von einem Flächenbrand. Ja, aber bereits nach wenigen Minuten kam die genauere Meldung, dass es sich nicht um einen Flächenbrand handelt, sondern um einen Gebäudebrand, eine volle Ausdehnung. Eine große schwarze Rauchwolke war in der gesamten Stadt zu sehen. Beim Eintreffen brannte das Holzgebäude bereits in voller Ausdehnung. Gegenwärtig befinden wir uns bei der Brandbekämpfung im Außenangriff. Schwierig ist die Wasserversorgung, da es kein Brandnetz hier gibt. Deswegen haben wir eine Wasserversorgung über lange Wegstrecke hergestellt, sowie eine offene Wasserversorgung aus dem Hafenbecken hergestellt. Also hier sehen wir eine Wasserentnahmestelle direkt am Hafenbecken, am Brandobjekt. Mit einer Tragkraftspitze wird hier das Wasser aus dem Hafenbecken genommen und in das Stadtwald zugeführt. Das ist praktisch, ja, in diesem Fall sehr praktisch. Wir wurden angerufen, dass unser Materialschuppen in Brand steht. Als wir hier auch eingetroffen sind, waren die ersten Feuerwehrleute schon vor Ort gewesen. In diesem Schuppen hat unser komplettes Material gelagert, was wir für Wasserrettungseinsätze benötigen. Fahrzeuge, Boote, Kleinmaterialien, alles das ist jetzt den Flammen zum Opfer gefallen. Wenn man sowas sieht, wenn man sein ganzes Herzblut in so einen Verein steckt, besonders in so einen ehrenamtlichen Verein, wir sind alle ehrenamtlich tätig, müssen das ganze Material aus eigenen Mitteln finanzieren. Wir bekommen ab und zu mal kleine Zuschüsse, aber sonst, ja, das ist alles weg. Ich bin todtraurig, unglücklich. Ich kann das eigentlich gar nicht in Worte fassen. Genau, wir hatten ja heute unseren Tag auf dem 150-jährigen Jubiläum. Um 19 Uhr sollte eigentlich ein kleines Hoffest starten, wo sich die Feuerwehrleute auch bei den Familien bedanken wollten für die geleistete Arbeit im Jahr, besonders die Jubiläumsjahr, die vielen Veranstaltungen. Dieses Fest wird jetzt ins Wasser fallen, da Löscharbeiten noch mehrere Stunden andauern werden. Wie finden Sie das persönlich? Es ist schade, man hat sich auf den Abend gefreut, aber der Einsatz liegt natürlich vor.